Das ist immer nicht so einfach einzufangen, aber das ist jetzt der Voll-Power-Modus nur von der 65er. Und Marie, hast du Angst im Wald? Bisschen. Hier sind wir wieder mit einem neuen Video, aber wir heißt nicht Ingo und Dan, sondern neben mir steht meine Kollegin Marie. Mit Marie habe ich schon ein Video gedreht, da haben wir was gemacht, Marie? Wir sind 3T-Bikes gefahren, 3T-Gravel-Bikes. Im Benther Berg und das war Maries erste Gravelfahrt. Heute stehen wir aber hier mit Lampen. Letztes Jahr haben wir ein Video produziert mit den Lupine-Lampen, wie sich die im Wald geschlagen haben. Dies Jahr haben wir eine andere Marke. Welche Marke nehmen wir dieses Mal? Dieses Mal haben wir Lisein. Der Unterschied, der Hauptunterschied, den können wir ja jetzt schon mal sagen, ist, dass diese hier für Lenker gedacht sind alle und auch alle STVZO-tauglich sind. Klingt natürlich so, als keine Lupine-Lampe STVZO ist, aber die sind vorwiegend für einen Helm gedacht. Wir haben hier vier verschiedene Lampen. Unsere Intention ist, dass wir irgendwie alle vier Lampen im Wald mal testen, ob wir mit der kleinen zurechtkommen, ob wir die volle Power brauchen. Power, wo geht's los, wo hört's auf? Es fängt an mit 105 Lumen bei der kleinsten, geht weiter mit 210 Lumen und am Ende 310 Lumen ist das größte, stärkste. Ja, und mit 310 Lumen, da hoffen wir, dass wir da auch den ganzen Wald schon ausleuchten und wenn eben nicht, wir werden berichten. Auf geht's! Da sind wir zurück von unserer Fahrt durch den Benther Berg und jetzt würde ich mit der Marie mal sprechen, wie wir die Lampen durch die City fanden, wie wir sie auf dem Feldweg fanden und insbesondere, wie wir sie im Wald fanden. Das ist in dem Sinne interessant, weil die Marie noch nicht viele Nachtfahrten gemacht hat und dann ist mal mir wichtig, welchen Eindruck du hattest von der ganzen Sache. Ja, also ich würde sagen, für die Stadt sind die alle super. Also da gibt es überhaupt gar keine Probleme, sowohl mit der kleinsten als auch mit der mittleren oder der größten. Für Feldwege oder den Wald würde ich dann aber eher sagen, sollte es schon die 115er oder 115er Plus sein, weil die Lichtstärke da einfach besser ist. Also der Lichtkegel ist bei allen super, aber die Lichtstärke, da sollte man dann schon eher zu den größeren greifen. Das war auch mein Eindruck, also hier auch nochmal gezeigt, die klitzekleine 40er Lampe in der City deckt sich mit meiner Meinung völlig ausreichend für den Stadtverkehr, brauche ich keine größere Lampe. Und zu den Laufzeiten kommen wir ja noch. Die hat ja auch 2 Stunden unter Volllast gehalten. Und ich denke, für den Cityverkehr, für das Pendeln reicht wirklich völlig aus. In Hannover auf jeden Fall. In Hannover auf jeden Fall. Und klar, im Wald keine Laternen, kein Licht. Da je mehr Lumen man hat, desto besser ist es. Und was auch noch ein Punkt ist, wir sind mit einer normalen Geschwindigkeit durch den Wald gefahren. Das ändert sich natürlich, wenn ihr jetzt mit wirklich höchster Geschwindigkeit 50 Sachen vielleicht im Dunkeln den Berg runterfahrt. Da würde ich dann schon das Fazit ziehen, dann könnte man noch eine höhere Lichtstärke gebrauchen. Mein persönliches Fazit. Ja. Aber du fühltest dich jetzt im Flachen durch den Wald fahren nicht unsicher? Nee, absolut nicht. Also ich war zufrieden. Aufnahmen seht ihr ja. Bei den Rücklichtern hatte ich auch ein Fazit, wir haben uns nicht abgesprochen. Was ist deine Meinung zu den 3 verschiedenen Rücklichtern? Ja, ähnlich. Also das kleine Licht wäre jetzt für die Stadt, denke ich, auch komplett ausreichend und das mittlere auch. Das bräuchte man jetzt in der Stadt vielleicht sogar gar nicht unbedingt die Stärke, aber im Wald, würde ich sagen, sollte es dann schon halt sowas sein, weil absolut kein Licht dann vorhanden ist.
Ich bin leider ein Fan von blinkenden Lampen, das ist aber in Deutschland nicht erlaubt, von daher können wir das jetzt hier nicht favorisieren. Aber dieses kleine Licht, dieses, was ihr hier seht, hat mich von der Lichtstärke, und wir haben das auch im Video eingefangen, als ich hinter dir gefahren bin, schon wirklich beeindruckt. Auch das kleinste Licht hier, würde ich sagen, ist für die City wirklich ausreichend. Also da sind wir uns in dem Fall dann einig. Ja. Das große Licht, ob jetzt das mittlere oder das große Licht, würde ich auch wirklich für die Landstraße empfehlen, wo ich sage, ich bin der alleinige Fahrer auf der Landstraße und ich will, dass Autos rechtzeitig sehen, dass ich mich da befinde. Also bei den Rücklichtern gäbe es eigentlich gar nichts zu bemängeln. Wir haben einen Test gemacht. Wir haben alle Lampen, die auf dem Tisch liegen, bei Volllast betrieben und geguckt, wie lange die durchhalten. Und das ist unser Fazit. Die Light 115 Pro mit 310 Lumen ist unter Volllast nach 1,5 Stunden ausgegangen. Die kleinste Lampe, die Hecto 40 mit 105 Lumen, ist nach 1 Stunde und 58 Minuten ausgegangen. Die Hecto 65 Pro mit 210 Lumen ist nach 2 Stunden und 40 Minuten ausgegangen. Das größte Rücklicht, das Strip 35, ist nach 2 Stunden und 50 Minuten ausgegangen. Die größte Lampe, die 115 Pro Plus mit 310 Lumen, ist nach 3,5 Stunden ausgegangen. Das allerkleinste Rücklicht, das Femto, hat 3 Stunden und 40 Minuten durchgehalten. Am längsten durchgehalten hat das mittlere Rücklicht, das KTV, mit fast 6 Stunden bzw. genau 5 Stunden und 50 Minuten. Gut, unser Test hier am Tisch natürlich nicht ganz realitätsnah, weil wir es hier einfach ohne Fahrtwind und sowas hatten. Wir haben die Lampen unter Volllast getestet. Wenn ihr die Lampen runterregelt, mittlere Einstiegsstufe gedimmt, dann erreichen die Lampen doppelt oder sogar dreimal so lange oder manchmal sogar viermal so lange Laufzeiten. Das war nicht unser Test. Wir hatten gesagt, wir wollen mal wissen, unter Maximallast, wann gehen die Lampen aus. Und ich glaube, es war's damit. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß euch, gute Fahrt. Tschüss. Zufällig bin ich hier wieder. Mein Name ist Axel Schweiß. Wollte nur sicher gehen, dass ihr es kapiert habt. 105 Lumen, 210 Lumen und die beiden Dinger hier 310 Lumen. 935 Lumen habe ich bei Marie ans Rad gemacht. Die freut sich bestimmt. Das stellen wir jetzt bei Marie ins Büro. Dann freut sie sich noch mehr. So. Wer hat, der kann.